Die Corona-Krise hat fast allen Firmen in Österreich zugesetzt. Wir haben uns umgesehen, wie es in den Städten mit dem Handel und Service nach dem Lockdown aussieht. Bei Elegast war immer aufgesperrt, denn Lebensmittel gehören zur Grundversorgung. Unter strengen Hygienebestimmungen war hier fast Normalbetrieb möglich. Einbußen gab es trotzdem. Die ersten 14 Tage waren, sage ich mal, erschreckend für mich, weil da war der Umsatzeinbruch extrem groß. Da haben wir dann auch im Geschäft und im Betrieb schnell reagiert. Mit Zusatzservice wie Hauszustellung, Menüzustellung. Aber schön langsam, sage ich mal, kommen wir wieder zurück auf die alte Spur. Und ja, hoffen das Beste. Da möchte ich mich bei meinen Mitarbeitern allen bedanken für den Zusammenhalt, was halt in einem Familienbetrieb, das freut mich sehr. Der Fleischhauer stellt neben Wurst und Fleischwaren auch warme Mahlzeiten her. Ein Angebot, das inzwischen wieder genutzt wird. Lediglich die Großbestellungen für Hotels und Veranstaltungen fehlen. Ja, wir haben, glaube ich, alle Kollegen haben mit dem Gleichen zu kämpfen. Die Gastrobranche ist noch geschlossen, die ganzen Festivitäten sind abgesagt. Das, sage ich mal, das sind die größten Umsatzeinbußen. Denn wir haben, wie man jetzt weiß, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Es sind natürlich sehr, sehr viele Unsicherheiten. Veränderung bedeutet Unsicherheit. Aber ich habe irgendwo in einem Interview in einer Zeitung gesagt, wenn wir als zehntreichstes Land der Welt, wenn wir es nicht schaffen, wer dann? Mehr Positives, mehr Zuversicht für die Zukunft, mehr Mut und versuchen zu finden, die Chancen, die in der Krise stecken. Denn dann werden wir die Krise, wir werden sicher überstehen, sondern weniger Schaden erleiden und vielleicht mehr Chancen in der Zukunft haben. Auch Friseur Schmidt sieht der Zukunft seines Geschäftes wieder positiv entgegen. 6 Wochen Totalausfall lassen sich zwar nicht nachholen, dafür gibt es jetzt keine Stehzeiten. Der Innenstadt Figaro ist durchgehend im Einsatz. Ein gepflegtes Äußeres ist auch ein Grundbedürfnis. Naja, die Kunden haben jetzt sehnsüchtig auf uns gewartet und wir auf unsere Kunden, nicht? Und wir sind jetzt gut ausgebucht. Am Samstag haben wir schon Überstunden gemacht, nicht? Und am Montag haben wir jetzt auch geöffnet gehabt, also wo wir normalerweise Ruhetag gehabt haben, nicht? Und nächste Woche ist dann wieder ziemlich normal Betrieb. Wie hält es der Friseur mit dem Sicherheitsabstand? Ja, wir haben das Glück, dass wir ein sehr großes Geschäft haben und dass wir ein paar Stühle einfach weggestellt haben, nicht? Und somit können wir diesen 1 Meter Abstand leicht einhalten. Ein Aufatmen der Geschäftsleute ist spürbar. Das merkt auch die Wirtschaftskammer. Ja, die Stimmung wird tendenziell und nachhaltig positiver. Man muss halt auch wirklich zur Kenntnis nehmen, dass halt viele Wochen völlige Unsicherheit da war und es viele Branchen gegeben hat, viele Unternehmer, die halt über Nacht ihr Einkommen eigentlich auf Null runterrasseln haben sehen müssen. Und das sind natürlich extreme Herausforderungen. Es ist aber jetzt wirklich so, dass mit Anfang Mai, wo die Betriebsöffnungen schrittweise begonnen haben, auch hier wieder Optimismus-Einzug herrscht. Und das spürt man schon auch in der Wirtschaft. Lebensmittelgewerbe zieht sicher gut und nachhaltig an. Die Dienstleistungsbranchen atmen schon erleichtert auf, dass halt wieder auch Kundenverkehr möglich ist. Und trotzdem haben wir noch viele Unternehmensstrukturen, die halt nach wie vor geschlossen sind. Und das sind Probleme, wo vor allem auch die öffentliche Hand jetzt ganz bewusst auf diese Themen hinschauen muss. Kammerseitig versuchen wir bestmöglich hier unsere Mitglieder zu unterstützen und auch dementsprechend auch einzufordern. Das ist auch unsere Aufgabe. Wir sind ja nicht nur Servicestelle in der Region, sondern auch Lobbyist. Und hier gilt es, diese Problembereiche auch aufzuzeigen. Bis hoffentlich der Normalbetrieb wieder einkehrt.